So, hallo, ich begrüße euch zur Fortsetzung von Hyrule Warriors Age of Calamity, Zeit der Verheerung. Jetzt haben wir die Vollversion und ich klicke einfach auf Fortsetzen und wir gucken, was passiert. Es müsste ja die Demo-Daten geladen haben. Das heißt, wir müssen jetzt an dem Punkt sein, wo man einen der vier Recken jeweils auswählen kann, wo es dann in der Story weitergeht. Schauen wir mal. Ja, du hast eine Bonuswaffe erhalten. Ach ja, es gibt ja diese Kelle müsste ich bekommen haben und das Übungsschwert. Einmal das Übungsschwert. Mit diesem Übungsschwert trainieren die Soldaten von Schloss Hyrule. Es ist gut ausbalanciert und perfekt zum Üben von Kampftechniken geeignet. 18 Angriffspunkte. Ich glaube, das ist sogar besser als was wir bisher haben, ne? Und das müsste jetzt die Kelle sein. Jawohl. Die hat 15. Die werde ich eher nicht einsetzen, aber sie ist halt da. Diese Schöpfkelle scheint noch warm von all den Mahlzeiten, die man mit ihren kalten Tanzen mit versteckt. Okay. Wahrscheinlich kann man die auch irgendwie dann aufwerten oder so. Das weiß ich nicht mehr so genau. Es gibt neue Einträge in der Galerie, Details. Okay. Jetzt sieht man schon hier, na, das sind jetzt die Punkte, wo wir hingehen können. Und jetzt sind natürlich wahrscheinlich mehr Sachen passiert. Das ist. Ach, das sind die Läden, die wir schon haben. I see. Okay, ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Wie konnte ich? Hier. Genau, er hat das Soldatenschwert, das ist 17. Und das Übungsschwert ist aber 18. Das ist dann doch stärker, oder? Ach, guck mal, wir haben ja auch ein Soldatenschwert, was 18 ist. Wieso ist denn das andere dann 17? Hä? Das sind jetzt auch zwei verschiedene Symbole. Ich weiß nur leider nicht, was der Unterschied ist. Aber wir spielen natürlich mit dem Übungsschwert, solange wir es einmal haben. Okay. Also Übungsschwert ist ausgerüstet. Aber wahrscheinlich spielen wir jetzt in den ersten Missionen eh nicht mehr Link. Das sehe ich schon kommen. Wahrscheinlich spielen wir jetzt je nachdem jeden Recken, den wir hier auswählen. Ich weiß es nicht. Wo starten wir denn? Ich würde Mifa gern als letztes machen. Das ist so mein Lieblingscharakter. Starten wir. Wobei. Naja, sie sind eigentlich alle ganz cool gewesen. Komm, wir starten mit Daruk. Todes. Ach so, empfohlener Level 5. 11 und 3 haben wir. Empfohlener Level 6. 5. 6. Okay, dann machen wir eins von den 5ern auf jeden Fall als erstes. Gut. Also, wir müssten eigentlich Dings ein bisschen trainieren. Hier Viech. Aber egal. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Charaktere auswählen. Ach so. Ja, das passt so. Ich kann hier eh keine anderen, ne? Das ist genau. Ach, Impa heißt sie. Ja, klar. Impa müssen wir ein bisschen trainieren. Aber gut. Rezept wählen wir keins aus, wir spielen einfach los. Auf geht's! Da segelt er davon. Death Mountain no chūfuku. Oha, ich hab da. Ups. Ich habe noch die japanische Synchro drin. Huch. Kann ich das in. Ich kann das nicht in-game ausschalten, ne? Ich meine, ich mag die japanische Synchro übertrieben, aber ich glaube, das ist für euch nicht so das Wahre. Ich werde es gleich auf Deutsch stellen. Okay, kann ich noch mal zurück? Nein, ich kann nur laden. Okay. Okay, Sequenz. Jetzt ist die Sequenz natürlich auch auf Japanisch. I'm sorry. Müsste aber deutsche Untertitel sein. 頼まれたら断らないのが信条だ。喜んでやらせてもらうぜ。
だが、一つだけ問題が。ん?実は肝心の神獣の方が厄介なことになっててな。今ルーダニアはデスマウンテンの上にある。近頃妙に山の魔物が増えててな。神獣のところに向かうのも一苦労だ。だがまあ、おめえらなら足手まといにはならねえな。 それは。とにかくデスマウンテンに行ってみるとしようぜ。 Death Mountain. Ah, ich liebe Japanisch. Es ist einfach großartig. Aber wie gesagt, wir haben hier eine recht gute deutsche Synchro, dann sollten wir sie auch nutzen. Kann ich in-game die Synchro umstellen? Es ist unfassbar. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Also gehen wir noch mal kurz raus. I'm sorry. Aber ich denke, es ist auch in eurem Sinne, wenn ich auf Deutsch umstelle. Wobei ich, wie gesagt, ich mag Japanisch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr gerne für eine Sprache hättet. So, ich werde jetzt wahrscheinlich 3 bis 4 Parts aufnehmen. In der Zeit könnt ihr schreiben, was ihr gerne für eine Sprache hättet. So. Ach, hier geht das auch noch nicht. Ich muss ganz raus. Das ist unglaublich. Falsch, wir speichern aber vorher. Es ist unglaublich. Man muss komplett zum Titelbildschirm. Hier kann man jetzt die Sprache umstellen. Was ist das? So, zack. Ich verstehe es nicht, aber gut. Kann das Spiel sich nicht während des Spiels umstellen? Muss es das im Titelbildschirm tun? Man sieht ja, wie lange es dauert, bis das umgestellt ist. Scheinbar muss es das. So, jetzt aber. Nochmal der ganze Spaß. Jetzt in Deutsch. Kann ich das skippen hier? Das kann ich nicht skippen. Okay. Das müssen wir uns dann wahrscheinlich immer wieder angucken. Also auf geht's. Die Goronen leben in Goronia an der Flanke des Todesbergs. Von beeindruckender Statur und hart wie Stein gefällt es ihnen in der Nähe des Vulkans. Japanisch und Deutsch. Daruk, der Held der Goronen, dessen schützende Kraft alle Angriffe abwehren kann, wurde aufgrund seines Könnens dazu bestimmt, den Titanen des Feuers, Varudania, zu steuern. Gemeinsam mit Link machte sich Zelda auf nach Goronia, um Daruk zu bitten, die Aufgabe des Piloten zu übernehmen. Doch dann... So, auf geht's. Nochmal Daruk hören, in Deutsch. Wie gesagt, das Deutsche ist nicht schlecht, Daruks, aber Japanisch ist halt einfach. Ist seine enorme Hilfsbereitschaft. Japanisch ist halt nicht zu schlagen. Aber... ein Problem gibt es. Wisst ihr, der Titan, um den es geht, ist sozusagen heiß begehrt. Im Moment befindet sich Rudania auf dem Gipfel des Todesbergs. Allerdings gibt es in letzter Zeit mehr Monster auf dem Berg, sodass man kaum an den Titanen herankommt. Tja, aber... für euch ist das doch eine Kleinigkeit, was? Ja, also... abgemacht! Auf geht's zum Todesberg! Death the Mountain! So, jetzt aber wirklich auf geht's. Mensch. 10 Minuten schon wieder rumgetrödelt, bis wir hier in-game rein sind. So, auf geht's. Ich habe keine Ahnung mehr über die Steuerung. Ich metzel mich einfach durch. Die Moblins sind zur Südmine vorgerückt. Was? Ein Monsterangriff? Klar, dass dann die Verstärkung ausbleibt. Das Klettern wird verlegt.
Okay. Also da unten haben wir die Karte. Wir müssen hier vor. Unterstütze die Goronen-Hauptmänner. Jetzt ist Schluss, ihr Monster. Der große Dark wird euch das Handwerk legen. Da drüben sind die. Aua. Ah, ausweichen konnte ich nicht mehr. Schon wieder zu lange her alles hier. Oh, das war das. Oh, das ist schon wieder viel zu lange her. Blocken? Nee. Doch. Ja, so block ich doch, ist schon richtig. So, jetzt kriegt er hier auf die Mütze. Ja, zack, zack, zack. Aua. Alles Ausweichen habe ich schon wieder verlernt, scheinbar. Ah, jetzt hätte ich diese Dings machen können. Wie war das noch gleich? Aua. Welche Taste war das? Wo ich die Zauberei. Ah, da. Okay, tschüss. Das ist super schlecht gekämpft, aber ey. Was immer funktioniert. So. Wo ist noch einer? Da ist noch irgendwo einer. Das war ein Moblin. Da, hier ist der zweite, ne? Einmal ein bisschen hier aufräumen. So. Wo ist Nummer 2? Da. Nee. Wo ist denn auf. Die Karte ist doch. Ich bin doch direkt hier. Ach, da drüben. Wie komme ich denn da hin? Ah, hier. Vielleicht gehe ich einfach über die Brücke. Wie wär's? Was haltet ihr davon? Guck mal, hallo. Hauen wir rein. Lass uns den Gegner wegputzen. Ich bin dabei. Zack. So, und wie konnte ich jetzt nochmal. Das war das da, genau. Aber ich habe gerade gar keinen Zauberstab. Ah, ich habe aber Bomben. Bomben gehen immer. Wie konnte ich anvisieren? Ich habe es vergessen. Ich habe alles vergessen. Schnellangriff. Los geht's. Zack. Bam. Und eine Truhe gibt's. Öffnen. Okay, sammle ich automatisch in den Kram, ne? Ich glaube ja. Erobere die Vorposten. Okay, jetzt muss ich auf die Karte gucken. In die Richtung ist ein Vorposten. Ich laufe falsch. Lavabrocken wurden auf dem Schlachtfeld. Was? Charakterwechsel. Nee, will ich nicht. Eigentlich. Gerade. Wo ist denn das? Ist das hier der Weg? Ja, das ist hier der Weg. Okay. Ich möchte Charakter nicht wechseln. Lass mich in Ruhe. Wir spielen Link weiter. Da wäre Impa. So hätte ich jetzt wechseln können. Will ich aber nicht. Die ist eh noch zu schwach. Gut, die wird auch nicht stärker, wenn man sie nicht spielt. Das ist natürlich ein Problem. So, von dir hole ich mir jetzt wieder so einen Elektrostab. Aua. Oder du erledigst mich. Das geht natürlich auch. Ja, ich treffe ja richtig gut auf jeden Fall. Jetzt ist gleich Feierabend hier. Ach, ich kann ja hier Dings machen längst. Gar nicht gesehen. Zack! Man kriegt einen Stab. Jawohl, da ist mein Stab. Oh, und ganz viele Truhen. Nice. Sehr schön. So, das ist jetzt allerdings nicht der Vorposten, den wir erobern sollten. Ich trödel hier schon wieder rum. Ich hoffe, ich kann rumtrödeln. Ich hoffe, ich bin hier nicht zeitlich. Ah, Kamera. Gebunden an irgendwas. So, da ist der erste Vorposten. Gleich da oben irgendwo. Da ist der erste Vorposten. Ja. Nee, auch nicht. Irgendwo da oben, noch weiter hoch, ist der erste Vorposten.
Muss ich da... Was ist das denn für ein Weg? Ich muss den ganzen Weg, den ganzen Berg erstmal erklimmen. Eieiei. Oh, die Kiste könnte ich doch bestimmt mit Magnet oder so umdingsen. Also jetzt egal. Da ist der erste Vorpunkt. Nee. Also langsam kommen wir rein in den ersten. Oh mein Gott. Tschüss. Hier rein. Da ist der erste Vorposten. Jetzt. Okay, den hätte ich Eis machen können. Sollen. Zu langsam. Ja, das waren die Bomben, aber die tun auch weh. Und wir haben, glaube ich, ein Level abbekommen. Deswegen hat es meine, Dings. Deswegen bin ich wieder stärker. Also hier, ne? Wisst ihr schon, was ich meine. So, wir müssen erstmal hier die alle da, dass ich überhaupt was sehe, hier außenrum alle wegräumen. So, mein Freund. So, jetzt hier und... Ah! Zack! Wiedersehen. Link hat den Vorposten erobert. Nice. So, jetzt tauchen hier unsere Soldaten auf normalerweise. Oder auch nicht. Hey! Dachte ich. Dachte, wenn man die Post erobert, dann tauchen da die Soldaten. Ja, achso, gut. Ah, die Soldaten sind unsere Goronen. Also halt die gerade mit einem zusammenkämpfen. Okay, so, das war der erste Vorposten. Boah, ist die Karte riesig, ne? Also hier entlang. So. Abflug. Oh mein Gott, weg mit dir. Will ich gar nicht hier mich beschäftigen mit dir. Mach einen Abflug. Oh. Und tschüss, ich hoffe, es geht. Wir müssen ja sowieso auch mehrere Gegner erledigen, ne? Weil ja, es gibt ja alles immer so Rollen. Also hier diese Pergamentdinger und so weiter. Also Materialien, wollte ich sagen. Okay, wir müssen hier runter. Okay. Ich glaube, den werden wir mal erledigen, den Kollegen. Weil wir es können, ich sehe nichts. Das war die falsche Taste. Macht aber nichts. Ich wollte... Das hat irgendwie nicht das getan, was ich dachte, aber ist egal. Ah! Ach, ich wollte aus. Ich kann das Ausweichen noch überhaupt nicht gut. Aber ich gebe ihm trotzdem ganz ordentlich. Das ist okay. Mein A lädt sich auch gleich wieder auf. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe Zeit. Solange hier nichts schief geht, kann ich das, denke ich, mal machen. Ach, da unten ist meine EP-Leiste. Jetzt sehe ich das erst. Oh mein Gott, was tue ich? Okay, Schmetterangriff. Let's go. Bams. Sehr schön. So, wir müssen da lang. Ich kann mich da ein bisschen ablenken. Aber was ist... Yo! Okay. Was ist das? Das passiert. Ja, hallo? Ja, hallo? Was will ich da durch? Was zur Hölle? Was ist falsch bei euch? So. Hier ist der nächste Vorposten. Ne, da, also da irgendwo. Da ist der nächste Vorposten. Moin! Zack! Hat jetzt gar nicht so viel Schaden gemacht, aber wir lösen sein Schild weiter auf. So, jetzt müssen wir erstmal wieder der Umgebung erledigen, dass wir hier keine Probleme bekommen mit zu vielen Gegnern. Ah, das hat ordentlich wehgetan. Ich sollte nämlich mal heilen.
Achtung, wie konnte ich mich heilen? Irgendwie, ich glaube, da. Genau, B. Da heile ich mich. So ein Ding war da. Aua. Okay, Pfeil. Zack. Hier, friss das. Ich glaube, wenn ich den so Headshots gebe, dann werden die auch kurzzeitig empfänglich für Schildattacken. Jetzt ist er weg. Und tschüss. Okay. So, das war der Vorposten. Prima. Okay. Das Ding ist ja, im alten Hyrule Warriors gab es auch immer so versteckte Kisten und Kram. Das heißt, man musste, ich weiß gar nicht, ob's das hier auch gibt, ob ich mich wirklich in jeder Map so gut umschauen müsste eigentlich, dass ich auch versteckte Kisten und Zeug finde. Ich weiß es nicht. Da waren dann, unter Steinen waren dann so Herzcontainer und sowas. Ich fürchte ja. Ich weiß es aber, wie gesagt, nicht. Ist hier irgendwas zum Beispiel? Wait, what? Y? Ach du Schande! Da rede ich gerade von versteckten Dingen. Es gibt Crocs. Will ich wissen, wie viele Crocs es gibt? Ich muss mich also... Okay, ich hoffe, das Spiel lässt mir die Zeit, mich wirklich ordentlich umzugucken. Weil was ich auch aus dem alten Hyrule Warriors... Alles cool, dass das da so gelb... Was war das denn jetzt? Achso, war ein Sprung. Weil was ich aus dem alten noch weiß, ist halt, dass es da teilweise manchmal dann dazu kam, dass man verloren hat, wenn man nicht schnell genug irgendwas verteidigt hat oder sonst was, ne? Also, ich hoffe, man hat hier die Zeit, sich ein bisschen umzugucken. Aber ich weiß es nicht, weil hier sind so viele Wege. Hier ist so viele Wege, die ich noch überhaupt nicht gegangen bin jetzt, ne? Das ist, aua. Blöde Nuss da. Ich meine, notfalls geht man es halt nochmal durch. Wenn man stärker wird, geht es ja auch immer schneller. Jo, habt ihr sie noch alle eigentlich? Ist doch warm, es tut doch weh. So. Okay. Zum Beispiel den Weg hier sind wir gar nicht gegangen. Der ist aber auch von der Karte jetzt nicht relevant. So, aber ich gehe den Weg jetzt einfach mal. Weil vielleicht ist ja da was versteckt so auf dem Weg. Weiß es ja nicht. Also es wäre wahrscheinlich der Alternativweg hier hoch gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Oh mein Gott. Ah, und da hätte ich jetzt wieder Eis machen können. Viel zu spät. Was soll's. Wenn wir schon hier sind, erledigen wir den Kollegen auch gleich mal mit. Und ich kann wieder A machen. Zack. Hat's gereicht? Nein, es hat noch nicht gereicht. Jetzt gibt es auch noch den Schmetterangriff hinterher. Tschüss. Jetzt hat es gereicht. Oh, nice. Da gab es wieder Energie zum Essen. Sehr gut. Das ist auch wichtig. Hier kann ich mir keine Niederlage erlauben. Muss ich wechseln oder was ist los? Ach nee, Impa ist selber hier. Okay. So, weg damit. Zack. Okay, dann kriegen wir jetzt nämlich auch für den Feuerstab wieder Energie, was sehr gut ist. Okay. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Wie gesagt, mir ist klar, dass das jetzt alles Wege sind, die gar nicht relevant sind für mich gerade. Holy moly, die machen richtig Bumm. Okay. Aber ich gehe das gerade wegen Secrets. Also so Crocs suchen, ich muss mich wirklich umgucken. Oh je.
So, zack, weg mit euch. Okay. Und wie gesagt, also man trainiert ja sowieso den Charakter, dann ist es ja nie verkehrt. So, gleich bin ich das nächste Level, da seht ihr, die EP-Leiste steigt und steigt und steigt. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Wir werden das später auf jeden Fall brauchen. So, das A hebe ich mir jetzt auf. Okay, genug erledigt. Und jetzt komme ich wieder an den Anfang. Hier haben wir angefangen, Ürlul. Moin. Ja, hier haben wir angefangen. Oh, was zur Hölle? Das war die falsche Taste. Da habe ich gleich am Anfang einen verpasst. Das ist ja unfassbar. Oh je. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Ich habe keine Ahnung, ne? Ah, hier sind wir hochgelaufen. Dann gehen wir jetzt einmal kurz hier außen rum. Einmal kurz hier außen rum. Kriege ich dann zumindest angezeigt, ob ich alle Crocs gefunden habe. Pro Level. Wir werden es ja sehen, wenn wir das hier durch gleich sind. Also wir sind vorhin hier hoch, dann gehen wir jetzt mal hier rum. Da waren wir auf jeden Fall noch nicht, diesen Weg. Der Weg ist jetzt auch wieder komplett neu. Kann man da runter? Kann man da irgendwo hin? Ne, da ist einfach nichts. Okay. Da ist einfach effektiv nichts. Okay, da ist eine Festung, aber die ist blau, das heißt, da sind wir. Oh, hier kann ich runterlaufen. Oder auch nicht. Cooler Weg. Oh Gott, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Na, hier ist eine Festung, die ist aber blau. Da, ach, da ist Zelda. Okay, auch interessant. Hi, Zelda. Die chillt hier einfach. Okay, chill weiter. Oh, was zur Hölle. Der dritte Grog. Ich werde niemals alle Secrets finden. Okay, aber das war dann schon mal sinnvoll, hier lang zu gehen. Hier lang. Hier ist nix. Vielleicht kommt hier aber dann auch noch Action. Das kann ja sein, dass diese Fläche hier für später für irgendwas reserviert ist. Oder für Nebenmissionen. Man kommt ja in Nebenmissionen auch wieder in die alten Teile zurück. Ich weiß, ich könnte A einsetzen, aber ich würde A mir aufheben, wenn wieder ein großer Gegner kommt. Na, was soll's. So, hier ist hier. Na, auch zum Beispiel sowas hier, ne? So Truhen. Oh, in Truhen. Quatsch, Truhen, Kisten. In Kisten können auch so Dinger drin sein. Aua. So, jetzt habe ich mich wieder, ne, jetzt bin ich wieder eine Stufe aufgestiegen. Ach ja, ich muss ja Combo machen, habe ich ganz vergessen, ne? Ich spam die ganze Zeit nur Y, man kann ja auch mit Dings irgendwie angreifen. Ah, und wenn ich das halte, dann gibt es ja so... Ach ja, ich muss ja X halten. Ich muss ja X... Ich habe das komplett vergessen. Ich muss ja X halten. Mein Gott. Kann ich da hoch? Oha. Moin. Kann ich da weiter? Ich kann weiter hoch. Weh, da oben ist nichts. Das ist es besser wert, hier hoch zu gehen. Oh, Truhe. Die ich auch nur kriege, wenn die offen. Okay, cool. Was gibt's da jetzt?
Ah ja. Materialien. Das ist okay, weil Materialien sind wichtig. So. Kann ich jetzt einfach runter? Nice. Gut. Ich hoffe, ich habe hier nichts verpasst. Nachdem ich jetzt die einzelnen kleinen Crocs gefunden habe, habe ich jetzt an jeder Ecke das Gefühl, ich verpasse was, ey. Das ist nicht gut. Ich bin vor allem den einen Bergweg dann viel zu schnell hochgerannt. Aber egal. Au! Du blöde... Blödes Vieh, mach dich weg. Eier! Eier, jetzt... Jetzt ist hier aber Feierabend. Oh, na, das war die Attacke. Ich hab X komplett vergessen. Ich kann auch mit X angreifen. Mann, Mann, Mann. Okay, so far, so gut. Das wollte ich nicht. Hilfe, die machen gleich Bumm. Und Bumm sollen die lieber machen, wenn ich den mit Bogen auf sie schieße. So nämlich. Ah, ich kann nicht zielen. Ah! So treffe ich niemals, ja. Moin. Macht jetzt Bumm. Jawohl. Ach, was zur Hölle. Nummer 4 schon. Okay. Also man muss wirklich alle Wege ablaufen. Aber wie gesagt, ich hoffe, man bekommt die Zeit vom Spiel. Ist ja dann in Ordnung. Da ist wieder eine Kiste. Nice. Da war ein Rhodonit einfach. Ah, nein, hier war die Truhe. Da war ein Rhodonit einfach drin. Okay. I see. Was ist das? Gar nichts. Sieht so verdächtig aus. Oh, oh boy. Oh boy, weg. Leute, das wird hier ordentlich gleich alles rums machen. Ich würde da weggehen. Okay, das interessiert die gar nicht. Okay. Das interessiert die überhaupt nicht. Das sind die ganz schmerzbefreit. Ja gut, sind Koronen, die halten die Hitze aus. Oh boy. So. Reicht es? Jawohl. Zack. Oh, okay. Vielleicht halten sie die Hitze doch nicht aus. Sorry, guys. Okay. Oh no, die nächsten. So. Zweimal Schieß hat bisher immer gereicht. Jawohl, da hat's Boom gemacht. Gut, wir sind jetzt im nächsten angekommen, das ist gut. Dann machen wir jetzt hier mal Feierabend. Viel zum Feierabend. Ah, ich habe überhaupt nicht getroffen! Aua. Aua. Okay, weg, 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 weg. Der ist gerade ziemlich wild. Unterwegs hier. Ich sollte mich mal heilen gerade. Das war... Das wollte ich gar nicht. Hilfe. So wechseln wir also. So, wollte ich aber nicht. Okay, das wollte ich. Schon viel besser. So, jetzt kann ich A spammen. Nicht spammen, aber hier, wo ist er? Da. Und zack! Nice. Nicht so nice. Sehr schön. Erfolg. Monster wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Okay. So, solange wir keine neue Mission haben. Ach so. Besiege die Monster. Besiege die Monster. Okay, wir besiegen einfach die Monster. Alles klar, gar kein Problem.
Au! Ihr Mistdinger, Alter. So. Dann können wir jetzt noch in Ruhe den Weg hier gehen. Ich hoffe auch hier wieder, ich habe Zeit, ne? Und muss jetzt nicht sofort dahin rennen, wo die Monster gesichtet wurden. Ah, mein Gott! Oktober-Auge. Ja, das war ja... Oha! Hier sind so kleine Dinger. Okay, ich könnte hier hochlaufen. Das sind zwar nicht die Monster, aber da oben waren wir noch nicht. Dann ist da oben doch bestimmt nochmal irgendwas Wichtiges. Macht euch mal alle weg hier. Hier oben ist bestimmt irgendein Stuff. Also entweder man muss später in der Mission da sowieso nochmal hochlaufen. Aber ich laufe jetzt einfach schon mal hoch. In jedem Fall sind hier schon mal Gegner. Aua. Ah, ist ja gut jetzt. Jungs, übertreibt es nicht mit eurem Feuer. Okay. Jo, die Stage ist einfach riesig, ne? Oh, wenn ich die zu den Gegnern stupsen könnte, aber das reicht nicht. Ah, das hat nicht gereicht, schade. Dann könnten die sich gegenseitig erledigen, ne? Moin! Ja, das hat nicht ganz hingehauen. Aua. Jetzt. Zack. So, ich sollte mich mal wieder heilen. Wir haben ja genug davon. Also warum nicht nutzen? Ah, guck mal, hier geht's gar nicht weiter. Da geht's auf der Karte weiter, aber hier nicht. Das heißt, jetzt muss ich umdrehen. Dann muss ich aber bestimmt hier später hoch. Okay, also zurück. Das ist jetzt nicht so gut. Was soll's. Ja, das hat jetzt leider effektiv bisher nichts gebracht. Aber vielleicht haben wir jetzt hier schon mal was freigeräumt für gleich. Ich meine, die Monster sind ja da unten. Da ist ja direkt der Punkt. Also bin ich ja schon da. Macht euch mal hier auch weg. Dankeschön. Geh aber vorher da kurz nach rechts rein. Da ist auch noch Stuff. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass hier irgendwas ist, was Spannendes. Hier ist einfach nichts. Na gut. Aber egal, dann erledigen wir die noch schnell. So. Mehr Materialien für uns. Warum nicht? Okay, gehen wir runter. Und jetzt habe ich nämlich A auch wieder aufgeladen und kann hier einfach reinracen. Oha, was ist jetzt los? Oh no, ist das so ein Ding? Das ist so ein... Ja, oh nein, oh mein Gott. Bossfight. Ja, Hilfe. Hilfe. Okay. Ich sollte. Ein Magnarok. Kann ich die... Aua. Ich wollte gerade sagen, kann ich die Schwachstelle einfach direkt? Kann ich nicht. Jetzt vielleicht. Ah, ich treffe überhaupt nichts. Yo. Jetzt vielleicht. Nein. Ah. Das hat überhaupt nichts gebracht. Oh mein Gott, das bringt überhaupt nichts. Okay, was muss ich tun? Ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwas nützt. Aber wir setzen es einfach mal ein. Oh, es hat doch, es hat ordentlich hat Damage gemacht. Okay. Ah, jetzt kann ich auf ihn drauf.
Ah, okay. Aber das tut halt weh. Ja, Mensch, wirklich. Nein. Aber es hat schon so ein bisschen. Kann ich vielleicht meine Eisdings einsetzen? Ich meine, es ist ja. Kann ich jetzt auf ihn drauf? Ah, er ist aber gekühlt! Er ist gekühlt, es hat dann doch schon was gebracht. Ja, 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 nein! Also ich kann ihn aber komplett abkühlen, so, das ist gut. Die Frage ist, wird er auch wieder warm nach einer Weile oder geht das klar? Also nicht. Ah, ich treffe das Ding da oben einfach nicht. Aua! Was ist jetzt mit Bomben vielleicht? Er macht ein bisschen mehr Schaden, aber es reicht nicht, dass... Doch, es reicht, dass er stürzt. Nein, er stürzt nicht. Ich hab nur so einen Stein, so eine Hand kaputt gemacht. Jetzt hat es irgendwas angezeigt, aber ich wusste nicht, was ich tun kann. Das sollte. Oh nein, er ist wieder dingsig. Dann machen wir doch gleich wieder Eis auf ihn. Und jetzt kann ich ihn einen Schnellangriff machen. Ja, zack. Oh mein Gott, das hat richtig gesammelt. Das hat richtig gesammelt. Upp. Attackenhagel. Go. Go. Er ist down. Oh mein Gott. Boah, ein Magnarok. Okay. Das war das. Neues Ziel. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich da hoch, wo ich vorhin gesehen habe. Das wollte ich nicht. Nee, wir müssen nicht da hoch. Es ist ein anderer. Doch, das. Oder ist es der Weg? Ich glaube, es ist der Weg. Oh. Feuermoblins Rücken zur Südmine vor. Das ist jetzt so ein Ding, wo ich mich jetzt eben frage. Was? Noch mehr Monster. Ja. Aber muss ich jetzt nicht da oben? Ach, ich habe keine Ahnung. Erklimme den Todesberg, doch gib Acht, dass der Vorposten nicht fällt. Ja, woran sehe ich das denn, ob der Vorposten fällt oder nicht? Da blinkt jetzt alles auf der Karte. Die Goronen Hauptmänner rücken Richtung Südmine vor. Wo muss ich denn? Okay. Ich glaube, ich gehe völlig falsch. Kann das? Komm, wir gehen erstmal. Wir sind mal sicher und gehen erstmal zu dem Vorposten zurück und verteidigen den. Ich glaube, das ist schlauer. Hier haben wir alles schon aufgeräumt. Das ist sehr gut. Kann ich einfach durchlaufen. Bis auf euch zwei. So. Und euch zwei. Aber das heißt also, die Gegner, die man wegräumt, da kommen dann auch nicht welche jetzt nach oder so. Außer es ist halt Spiel gewollt. Aber man kann schon wirklich aufräumen, sodass man wirklich aufgeräumt hat auch. Okay, jetzt haben wir gleich den Vorposten erreicht. Der nicht fallen darf. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Da. Moin. Ah, das Blaue ist der Vorposten. Kann es sein? Ich habe keine Ahnung. Okay.
Ich weiß auch nicht, ob dann nochmal welche kommen, wenn wir jetzt den einmal fatal. Mein Gott. Wo, das heißt, wir haben uns übernommen. Wie? Was willst du von mir? Der Goronen-Hauptmann befindet sich in einem harten Kampf. Wo denn jetzt? Hier habe ich doch jetzt verteidigt, oder? Muss ich zu dem anderen auch noch rennen? Hier. Oh ja, der sieht nicht gesund aus. Und ich auch nicht. Nein! Das war die alles falsche Taste. Das wollte ich drücken. Oh mein Gott, das war knapp. Lass den mal in Ruhe jetzt, den Goronen-Hauptmann, nicht, dass der mir noch fällt. Ich glaube, das wäre nicht so gut. Au! So, tschüss. Oder auch nicht. So, jetzt. Okay, ist hier wieder alles fein jetzt? I hope so. Dann geht's jetzt auf zum Todesbär. Wo muss ich jetzt da lang? Da hoch muss ich. Ah, das ist der Weg, den wir nicht ganz so gut gegangen sind beim ersten Mal. Heilen wir uns nochmal. Dann können wir jetzt den Rest von dem Weg uns auch noch angucken. Hier ist alles cool. Ist das jetzt eigentlich eine Kiste? Nee, die kann ich nicht. Hätte ich die so nehmen? Ich muss es kurz testen. Hätte ich mit der Kiste so rumspielen können? Ah ja. Ist da was Cooles drin? Ein ganzer Rubin. Nice. Oh, aber hier ist was Cooles bestimmt drin. Ja, da wäre für die Eisstab wäre was. Okay, I see. Also die solche Sachen immer mit kaputt machen. Gleich mal merken. So, jetzt ist mein A wieder aufgeladen. Ich kann also recht schnell reagieren, wenn irgendwas sein sollte. Ist hier irgendein Krok oder so? Nee, aber... Oh, der Kollege ist hier. Dann machen wir da doch gleich mal einen kurzen Prozess. Ah, ich habe das mit den Kombos halt echt komplett verlernt wieder. Oh, das ist unglaublich. Ich sollte mir das mal wieder durchlesen, die einzelnen Techniken. Okay, der hat sich verabschiedet. Mit dem will ich mich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr beschäftigen, wenn ich ehrlich bin. Komm, wir lassen den jetzt in Ruhe. Was soll's. Interessiert nicht. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Oh, wait. Oh, nice. Na gut, dass wir hier nochmal hin sind. Auch wenn ich hier nicht hin... Oh, mein Gott. Auch wenn ich hier nicht hin wollte, aber gut, dass wir nochmal hier hin sind, ne? Okay. Hey. So, jetzt gibt es gleich wieder ein Level-Up. Aber hier geht es nicht dahin, wo ich hin will. Seht ihr das? Das ist nicht der Weg, den ich... Aber hier waren wir schon mal. Ah, hier waren... Ja, ich verstehe. Ich weiß, wo wir sind. Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht der Weg, wo ich hin will. Es ist bestimmt da, wo ich das eine Mal hochgelaufen bin und ich hätte es jetzt einfach nur hochlaufen müssen. Oh mein Gott, ey. Aber die Karte ist so irreführend. Ja, es ist bestimmt genau da. Guck mal, das ist überhaupt nicht verbunden. Ich komme da gar nicht hin. Ich muss jetzt hier oben wieder lang gehen. So, tschüss. Stufe erhöht. Nice. Okay, dann können wir die Stufe hier gleich wieder ausnutzen. Zack!
Ah, lass mich in Ruhe. So, der macht gleich einen Abflug. Nämlich genau jetzt. Krieg nochmal ein Lob von Zelda, dankeschön. Das habe ich gebraucht. Was? Heiße Quelle, Sie sind eine Wohltat bei Erschöpfung. Es ist noch weit. Wollen wir hier rasten? Hier oben war ich noch gar nicht. Ja, moin. Oh, hier heile ich mich tatsächlich. Ja, nice. Und ich leck einfach komplett rum. Wow. Wow, heiße Quelle und das Spiel leckt. Heiße Quelle ist einfach zu viel für das Spiel. Unglaublich. Oh mein Gott. Zum Glück juckt mich sowas nicht. Ha, ich hab's doch gesehen. Hallöchen. Nummer 6 schon. Dann gehen wir jetzt erstmal nochmal. Es tut mir leid, wir müssen erst noch den anderen Weg gehen. Das, es ist doch genau da, wo wir waren. Hier ist das Tor jetzt offen. Hier waren wir vorhin. Na, da haben wir aufgeräumt. Da haben wir vorhin aufgeräumt. Da ist die Brücke. Oder? Ja, hier ist die Brücke. Da haben wir vorhin aufgeräumt. Und das ist jetzt offen. Okay. Also was ich bisher halt nicht gefunden habe, sind diese Herzcontainer. Aber vielleicht gibt es halt hier keine. Oder ich habe halt einfach nichts gefunden. Oh mein Gott, hier ist noch ein Krog. Ich bin wirklich gespannt, wo wir schon überall Krogs verpasst haben. In den anderen Missionen haben wir doch nie einen Krog gesammelt, ne? Gab's da noch keine? Da gab's doch 100 Pro auch schon Krogs. Oh, verdammt. Okay. Ich denke, jetzt können wir straight zum Todesberg hochlaufen. Yo! Irgendwelche Mistviecher hier. Macht euch mal alle weg, was zur Hölle. So, haben wir alle erwischt. Sieht gut aus. Oh, nee. So. Das war mal ordentlich hier weggepfeffert. Sehr gut. Okay, also die erledigt man am besten mit dem Bogen. Haben wir unendlich Pfeile, glücklicherweise. Tschüss. Sehr schön. Okay. Hier Flederbeißer. Boah, ist das eine lange Mission. Das ist ja unglaublich. Also wenn die alle so lang sind, muss ich die aufteilen. Und nicht eine Mission pro Part. Das haut nicht hin. Wir haben gleich eine Stunde. Was zur Hölle. Oh, hier ist so ein Moblin-Dings. Nice. Was gibt's hier? Achso, da habe ich schon. Habe ich wahrscheinlich schon automatisch eingesammelt. Habe ich wieder nicht. Da waren bestimmt Materialien, habe ich nicht drauf geachtet. Wir haben sie jedenfalls. Was immer es war, wir haben es. Oh, nice. Ich habe mal ausgewichen. Ich bin mal. Redenbubble. So, mach dich weg jetzt hier. Jawohl, Lob von Impa auch noch hinterher, sehr schön. Soll ich hier noch einen Krog oder so? Ne, hier war nur die Truhe drin, ne? Aber was heißt nur, war ja wichtig. So. Sonst ist hier nix. Ich hoffe, hier ist sonst nix. Hier ist nix. Okay. Also auch das definitiv ein Projekt wieder, was ich empfehle, in doppelter Geschwindigkeit zu gucken. So, okay. Da oben ist mein Ziel. Die Brücken sind angehoben, damit die Monster den Berg nicht verlassen. Besiegen wir sie. Oh, zwei von denen. Warte mal, da machen wir jetzt mal
kurzen Prozess, indem wir den hier nehmen. Das, ach je, Blödsinn, den hier meinte ich. Genau so. Mein A ist nämlich gleich offen. Ja, perfekt. Und tschüss. Jawoll. Das war ja hervorragend. Das war genau, wie ich das wollte. So, machen wir noch auf. Ist hier noch was? Ah, ne. Oh, das war's. Okay. Oh mein Gott, ey. Das war's noch nicht. Hey, da ist Daruk. Erklimme den Todesberg. Wie lange ist diese Mission? Das hört ja gar nicht mehr auf. Wenn man das nochmal nachspielen muss, weil man irgendwas verpasst hat. Oh mein Gott. Wahrscheinlich ist jetzt auch noch ein Feuerpyromagus. Oh nein, hier ist wieder so ein Ding. Nice. Nicht so nice. Ah, Bomben, Bomben. Das ist das Symbol für Bomben. Sehr nice. Jetzt habe ich das verstanden. Habe ich gerade? Yo. Ich habe mit den Bomben gerade das komplette Lager hier einfach nach unten geholt. Okay, das heißt, man kann die einfach kaputt machen. Das ist gut zu wissen, yo. Das ist sehr gut zu wissen. Nochmal sowas. Aber man erkennt auf jeden Fall den Weg aus Breath of the Wild wieder, ne? Das haben sie schon exakt gut nachgebaut. So, mach dich weg. So, tschüss. Sehr schön. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir heilen uns vielleicht noch. Oh mein Gott, ich will nicht wechseln. Ich will auch nicht zu da. Was zur Hölle? Ich wollte einfach was essen, Mann. Danke. So, wir sind gleich oben. Die Truppen des Magmaroks wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Nicht noch so ein Ding. Oh nein, ernsthaft? Oh nee. Wo schieße ich denn hin? Ja, wow, einer hat getroffen. Okay, drauf da, drauf da, drauf da. Aua. Ist Dark hierfür vielleicht jetzt effizienter? Ich weiß es nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne wieder den hier machen. Dass der hier... Au! Ah, das gibt's doch nicht, ne? So. Als ist er zumindest nicht mehr hitzig, so. Komm, Daruk, was kannst du? Daruk! ZR-Aktivierung mit Hilfe von starken Angriffen erschaffener Lava. Ich hab keine Ahnung. Falsche Taste, Bomben. Yo, da hat eine Riesenbombe! Ah,
Und jetzt? Zack! Daok haut ihn einfach alleine zusammen. Nice. Gar kein Problem. Was? Lava aktiviert? Lava aktivieren? Wie aktiviert denn Lava? Aua! Das war der falsche! Und zack! Oh mein Gott, wie gut! Ich kann nicht mehr wechseln, ich glaube, das war's jetzt wirklich. Ja, ich kann nicht mehr wechseln, das war's. Bruder! Well done. Schlacht gewonnen, Kampfdauer ist ein bisschen lang geworden. Besiegt 679. Sehe ich jetzt irgendwie, wie viele Crocs ich gesammelt habe, von wie vielen Crocs? Ja, wir haben wieder ordentliche Waffen mitbekommen anscheinend. Okay. Was? Wait, wie viel, was kann ich denn... Okay, also ich denke, das können wir verkaufen. Ach so. Okay, I see. Antikes Erweiterungsteil, ja, wie auch immer. Neue Waffen für Zelda. Neue Materialien, okay. Goronengewürz, ja, wie auch immer. Und Rhodonit haben wir eingefunden. Kostüme, Antifeuerriss, stark. Abschlussbelohnung, okay, die jetzt also auf jeden Fall gegeben. Auch die jetzt auf jeden Fall gegeben, Kräuterpfanne. Eieieiei, aber ich erfahre nichts zu den Crocs. Oh no. Jetzt kommt wahrscheinlich noch eine Sequenz. Vielleicht, irgendwann. Und da unten ist dann Varudania. Immer wieder ein prächtiger Anblick, nicht wahr? Oh yes. Du meinst einfach drauf los? Na gut, auf geht's! Was? Neigungssteuerung ein aus. Ein. Geht's jetzt einfach weiter? Okay, dann stoppe ich hier die Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.